Hallo YouTube AdSense hier, willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Ich habe mal wieder Bock darauf und ich nehme euch einfach mal mit so in den Büroalltag jetzt hier in meiner neuen Stätte. Mal gucken, ob es ein schönes Video wird, ob ich jetzt hier jeden Tag was filmen kann. Steht viel an, wir haben 18.000 Holos zum Inserieren, wir haben Soul Fusion, was diese Woche kommt. Ich wünsche euch einfach viel Spaß bei diesem Video. Ich fange jetzt erstmal an. 84 Bestellungen sind übers Wochenende reingekommen. Das ist recht human. Knapp 700 Karten zu suchen, das schaffe ich jetzt in einer Stunde. Werden die Sachen halt den Bestellungen zugeordnet. Mal gucken, was ich euch die Woche so zeigen kann. Wir haben es jetzt hier gegen 14:30. Ich habe alle Karten rausgesucht für die Bestellung und bin auch schon bei der Hälfte durch. Das hier ist jetzt so der Rest, was ihr seht, so die ganzen Karten. Jojo ist auf der anderen Seite vom Zimmer gerade am Sortieren von einer Pokémon-Sammlung, die reinkam, und hat erstmal angefordert, dass er Handschuhe haben möchte. Haben wir natürlich da. Uralte, ranzige Pokémon-Karten. Die werden jetzt erstmal nach Edition sortiert und sortiere am besten gleich das aus, was gar nicht mehr. Ja. Natürlich. Ja, kommt nicht immer nur Nirmin-Sachen hier rein. Da ist er jetzt dran mit seinen Handschuhen. Ich denke mal, ich brauche hier noch 2 Stunden, dann bin ich durch damit. Kurz nach 3 fertig mit dem Versandhandel von 84 Bestellungen, die so übers Wochenende rein sind. 5 Stunden also gebraucht, alleine jetzt mit raussuchen und das den Bestellungen zuordnen. In meiner alten Wohnung hätte ich dafür 8 Stunden gebraucht. Da hatte ich immer so einen Schnitt von 10 Bestellungen pro Stunde. Da merke ich halt, das System, was wir jetzt hier haben, ist viel besser und es läuft viel effizienter. Jetzt habe ich noch Zeit bis zum Feierabend, um noch ein bisschen die Boxen zu sortieren von den Holos, die ja demnächst rein sollen. Guten Morgen YouTube zum Dienstag. Wir sind im Büro seit kurz vor 9. Max, der sortiert gerade ein paar Sachen durch. Warten wir gerade noch, dass die Seite wieder online geht. Die machen mal wieder Updates bis 9:30 Uhr. Aber gut, jetzt hatte ich mal eine halbe Stunde Zeit, um allen Leuten zu schreiben, um Rechnungen zu schreiben. Facebook, YouTube, alles mal wieder durchzugehen. Das habe ich ja seit einigen Tagen nicht gemacht. Was steht heute an? Eventuell kommen heute schon die ersten Displays an, das weiß ich noch nicht. Da muss ich mal der Händler noch melden, wo es abgeholt wird. Und dann könnte man ja eigentlich theoretisch ab Mittag aufmachen, wenn das klappt. Bestellung halt durchgehen. Im Vorverkauf schon mal anfangen mit raussuchen, so was zusätzlich gekauft wurde. Naja, ihr kennt ja mittlerweile das ganze Spiel. Hast du Spaß an deiner Arbeit? Natürlich. Musste er nicht sagen. Auch musste. Die Bestellungen vom Tag sind durch. Opa macht gerade Feierabend und ich suche jetzt gerade schon mal alle Sachen raus, die gekauft wurden im Vorverkauf zu dem neuen Produkt. Seit 2 Jahren mal wieder das Produkt rechtzeitig bekommen. Das liegt daran, dass ich diesmal bei 2 Händlern gekauft habe. Und das erste Ding ist heute durchgekommen, das nächste kommt morgen und ich kann dann halt ganz entspannt den Vorverkauf vorbereiten. Endlich mal wieder ein bisschen größer, ein bisschen schneller, sodass das eigentlich am Donnerstag alles raus kann. Gut, ich suche die nächsten Karten raus. Jo, wir sind fertig mit den 60 Displays, haben jetzt mal die Ratios gezählt, aufgeschrieben, Facebook, Instagram versorgt und jetzt ist Feierabend hier, 16, 18 Uhr. Morgen bearbeite ich dann den Vorverkauf, packe ich alles in die Briefe. Langer Tag ist vorbei. Ja, auf geht's. Na, tschüss. Einen schönen Mittwoch wünsche ich euch. Früh aufgestanden, um DPD-Pakete zu empfangen. Laut Tracking kommen sie ja doch dann erst später. Na gut. Wir haben gestern ja noch die Pulls zusammengesucht von den ersten 60 Displays und ein Foto gemacht für Instagram, Facebook. Das hätte ich schon längst mal machen sollen. Aber gut, ich hatte ja die letzten 2 Jahre nicht so die Möglichkeit, die Produkte so früh zu bekommen. An meine Distributoren, falls ihr es seht, keine Angst, ich mache keinen Scheiß. Die Karten bleiben bis Donnerstag hier. Nur es ist jetzt halt ganz cool. Ich kann jetzt zum Mittwoch den ganzen Tag alles vorbereiten, durcharbeiten. Konnte deswegen mal einen größeren Vorverkauf starten, weil ich wusste, ich bekomme früher was. Und jetzt geht's ans Sortieren. Ich denke mal,
so 2 Stunden, dann habe ich die ganzen 60 Displays durchsortiert, das Wichtigste vor allem, und dann kann ich eigentlich den Vorverkauf starten. Also ich bin hochmotiviert, weiter geht's. Ich hoffe, das wird ein cooler Tag. Es ist mittlerweile 17 Uhr. DPD kam nicht mit den nächsten Displays an, aber zum Glück haben die 60 von gestern gereicht. Die haben wir über den Vormittag sortiert, dann habe ich den Vorverkauf bearbeitet. Und es hat gerade so gereicht, dass ich erstmal alles, was bis jetzt bezahlt ist, durcharbeiten konnte. Das geht morgen raus. Hoffentlich kommen dann morgen die Displays an, damit ich dann den Vorverkauf von den reservierten Bestellungen noch durcharbeiten kann, beziehungsweise für die Leute regional, die am Samstag in der Hall of Games sind beim Turnier. Da machen wir wieder unser Release-Turnier und auch Vorbereitung für YCS London, die ja nächste Woche ist. Ich denke mal, ich mache jetzt Feierabend, habe gerade noch mit Tai alle Karten rausgesucht, die so regulär gekauft wurden außerhalb vom Vorverkauf. Das mache ich morgen früh dann fertig. Das geht auch raus. Ich habe mir jetzt nach Hause geschickt, nach 2,5 Stunden, weil er todkrank ist. Er muss sich ja hier nicht übelst fertig machen. Das ist ja hier nicht unser Ding. Genau, ich check jetzt mal noch alle Kanäle durch, ob ich nicht irgendwo was vergessen habe. Ansonsten geht's nach Hause. War heute von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr dann hier. Das reicht, denke ich mal. Bin auch ziemlich im Arsch. Bisschen Ruhe tut gut. 18 Uhr zu Hause, Feierabend. Und ich habe irgendwie noch Bock, Energie, irgendwas zu machen. Ich gehe jetzt einfach mal eine Runde laufen. Mal wieder, seit Ewigkeiten. Geschafft. Fertig. Ich bin den ganzen Sommer nicht gelaufen, weil viel zu warm und viel zu viel zu tun, Arbeit. Und jetzt total fertig. Es waren gerade mal 4 Kilometer, ja, also gar nichts eigentlich. Aber irgendwie, es war ein cooler Frustlauf. Habe ich euch das vorhin schon erzählt? DPD kam nicht, keine neuen Displays, konnte man nicht weitermachen. Und ich glaube, da hatte ich gerade so ein bisschen Hass auf DPD und deswegen gerade Motivation und Energie, den Lauf zu machen. Aber ich bin durch. Jetzt erstmal frisch machen, was essen. Und dann ist heute Abend was ganz Cooles dran, nämlich in 5 Minuten wieder Haufen Geld machen. Den ganzen Vorverkauf 0 Uhr durchdrücken. Wochenvlog hier im Büro. Ja, ich bin jetzt erstmal durch die Bestellung, durch die ich gestern schon rausgesucht hatte mit Teil die Karten. Ich mache mich jetzt hier an eine verrückte Box, vor so viel irgendwas, und da ist alles Mögliche drin. Und Max, der listet gerade MP15 nach. Einige Lücken, ne? Ja. Naja, jahrelang nicht angeguckt. Aber gut, dass es endlich mal erledigt wird. Was hast du gesagt? 50 kriegst du ja für 5 Euro oder so? Nee, der kriegt 3 Euro so. Hast du aber ja, von 6 Euro nur noch über 100 Euro. Krass, cool. Der hat die Haare schön. Der war gerade drüben bei der Friseuse. Hat morgen Geburtstag, müssen wir ja heute reinfeiern. 17.30 Donnerstag. Ich bin noch mehr frustriert als gestern. DPD kam wieder nicht an. Die Tracking hat sich auch nicht verändert seit gestern früh. Keine Ahnung, Jungs, was macht man da schon wieder? Ich muss noch den anderen Teil vom Vorverkauf endlich mal bearbeiten. Das heißt, für die Leute aus dem Laden, wo wir am Samstag zocken wollen. Das waren 4-5 Leute, die Thunder Dragons brauchen. Und dafür war die zweite Fuhre Displays gedacht. Aber wenn die jetzt nicht ankommen, und ich bin auch morgen alleine, kein Mitarbeiter da, das heißt, dann darf ich alleine 120 Displays aufmachen, dann schieße ich mir im Kopf. Gut, ich guck mal, was ich organisieren kann. Aber im schlimmsten Fall sieht es gerade echt kritisch aus. Ich bin ja heilfroh, dass ich gerade von 2 Händlern bestellt habe. Bin gerade sprachlos, tut mir echt leid, falls das echt schief gehen sollte. Aber dass ein Korsett so lange gebraucht hat, ehe das bei mir ankommt, komisch. Oder DPD findet die Ecke hier nicht. Aber die haben mich ja schon beliefert, also eigentlich müssten sie das finden. Ja, aber wie lange soll ich denn hier noch warten? Maximal bis 18 Uhr bleibe ich hier. Aber dann gehe ich auch davon aus, dass die heute nicht mehr vorbeikommen. Also das wäre ein Ding, wenn die hier 19 Uhr oder so erst ankommen würden. Das ist vielleicht so ein kleiner Nachteil, wenn ich hier ein Büro habe, wo ich halt nicht so immer von früh bis abends da bin, wie wo ich zu Hause gearbeitet habe. Naja gut, auf jeden Fall habe ich gerade noch Force of Will gelistet, das war ganz cool, da waren coole Sachen dabei. Und Magic, auch ein paar schöne
Funken drin gehabt. Also so ein paar schöne Sachen meine ich. Aber jetzt reicht es mir. Ich bin noch wo zum Abendbrotessen eingeladen. Da würde ich jetzt gerne hinfahren. Ich hoffe einfach mal, dass DPD morgen kommt. Und ich hoffe dann, wenn es angekommen ist, dass ich hier noch zwei, drei Leute mobilisieren kann, die spontan helfen beim Aufmachen. Das war es an dieser Stelle vom Donnerstag. Und wir sehen uns morgen hoffentlich mit besseren Neuigkeiten. Ansonsten, Aprise ist durch. Alles bei der Post. Das hat wenigstens geklappt. Gut, dass ich da die 60 Displays am Dienstag schon erhalten habe. Freitag früh um 10. Heute alleine in meinem Büro. Muss ein paar organisatorische Sachen klären. Da will ich nicht so gestört werden. Da will ich auch nicht wirklich im Versandhandel drin sein. Aber ich warte trotzdem jetzt schon wieder auf DPD. Tag 3. Und sie kommen einfach nicht an. Ich sehe schon kommen, dass ich 16 Uhr mein Freitagsvideo drehe und erstmal bekannt gebe, dass ich morgen keine Karten mitbringen kann. Es ist echt bescheuert als Online-Händler, dass man immer wieder angewiesen ist auf diese DPD, DHL, GLS, was weiß ich, Versandbetriebe oder Transportbetriebe, ne? Das nervt. Wir haben gestern Max seinen Geburtstag reingefeiert, ich hatte auch eine Kamera dabei, aber haben wir dann ausgelassen und zum Privaten gefeiert. Ein bisschen gequatscht, wie es alles gerade so läuft und sobald du zu dem Punkt gekommen bist, läuft eigentlich ganz cool. Ich werde jetzt gucken, was ich noch mache. Gestern kamen 16 Uhr zufällig Leute hier rein aus der Siedlung, die das irgendwie mal gesehen haben und die Pokémon kaufen wollten. Aber Pokémon Einzelkarten habe ich zwar ein paar, aber Booster gar nicht. Und da gucke ich jetzt erstmal meine Händler durch, die Dendo, die Edition, die haben wollen, auch anbieten. Vielleicht kann man da noch so ein Sortiment erweitern. 14 Uhr, Bürokram erledigt. Karten rausgesucht, die heute verkauft wurden. Auch Magic mal ganz schön viel. Also im Vergleich, ich bin ja bei Magic nicht so groß. Ich fange da ja gerade erst an. Dann hatte ich eine E-Mail bekommen heute früh um 10 Uhr, dass DPD zwischen 12 und 14 Uhr kommen möchte. Jetzt haben wir es noch 14 Uhr. Ich gucke wieder das Tracking an. Live-Tracking sagt dann auf einmal nichts mehr. Ist in Zustellung. Ich raste jetzt langsam echt aus. Ey, ich möchte nicht in 2 Stunden ein Video machen, wo ich sage, tut mir leid, Leute, sorry, ihr habt sowas vorbestellt und ihr wollt morgen oder heute, ja, dann damit zocken. Aber ich kann es euch nicht liefern. Ich mache jetzt die Bestellung fertig und fahre hier weiter auf DPD. Gut, ich bin kurz davor, jetzt das Video zu drehen, weil DPD kam immer noch nicht. Wir haben es jetzt 3:45. Baumann ist hier. Der wollte eigentlich mit mir jetzt aufmachen. Und er wartet schon eine halbe Stunde mit mir hier, ne? Und wir hatten jetzt mehrere Minuten die Hotline von DPD dran, bis dann jetzt wirklich letztendlich einer mal rangegangen ist, die mir sagen konnte, ja, dass das Live-Tracking irgendwie ausgefallen ist. Ja, irgendwie, was hast du gesagt? Die hat, ich weiß gar nicht, die hat irgendwas gemeint, sie haben keine Telefonnummern von den Fahrern. Ja, das auch, also die Mitarbeiter gar keine von DPD Chance. Können die Leute von DPD nicht erreichen. Und irgendwo sind die 3 Pakete, die Displays und angeblich bis 19 Uhr wird heute ausgeliefert. Ja, schwach, ne? Cool. Bestellt nicht bei DPD. Meine persönliche Meinung, keine Empfehlung. Bestellt nicht dort. Wie läuft Instagram? 2800, oh, 900, krass. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich verdiene langsam Geld damit. Schneidest du raus, jetzt können wir über alles reden. So, noch eine späte Aufnahme von mir zum Freitag. Ich habe vorhin ein Video gedreht mit Baumann noch. So, Freitagsvideo halt irgendwie ein bisschen was, aber mit so einem traurigen Thema, weil wir haben bis 18 Uhr gewartet, DPD kam immer noch nicht. Und dann habe ich halt das zusammengesucht, was ich für die Leute morgen wenigstens schon parat hatte, also so ein paar Chinoko, so Chinoko, den Danger, den neuen, den Shortprint, da hatte ich noch ein paar. Kamen's Rares, Holos, sowas ging alles, nur halt so ein paar Thunder Dragon Bestellungen nicht und 4 Chinoko fehlten am Ende dann auch noch, naja. Aber wenigstens können die Leute morgen einen Großteil der Sachen schon bekommen. Dann hoffe ich einfach, dass am Montag der ganze Kram endlich ankommt, damit ich die Leute für London wenigstens vorbereiten kann. Also, dass sie nicht da noch ewig warten und im Ungeduldigen sind und Ungewissen. Gut, das war's mit dieser Woche. Morgen geht's dann in der Hall of Games. Ich weiß ja nicht, ob ich mitspiele oder ob ich einfach ausschlafe, weil die ganze Woche zog sich dann doch ziemlich lange hin. Immer früh aufstehen, immer lange im Büro bleiben, war ziemlich anstrengend. Vielleicht sage ich auch einfach, ach, ich ruhe mich aus. Ich will jetzt mal noch alle Karten vorbeibringen für morgen. Die kann auch Lars verteilen. Falls ich halt nicht zu Start da sind, mal schauen, das werde ich dann sehen. Samstagmorgen, 9:45. Was ist gestern noch passiert? Ich war noch mal kurz bei Lars im Laden und habe da schon mal die Karten abgegeben, die die Leute so bekommen heute fürs Turnier, weil ich dachte, ach, die Woche war anstrengend. Das ganze DPD war nervt. Du willst da bestimmt ausschlafen. Jetzt bin ich aber wach geworden. Ich denke mal, ich mache mich jetzt hier frisch, esse eine Runde was und dann geht's auch in den Laden. Und dann kann ich sogar um 11 Uhr noch mitspielen. Jetzt wollte ich hier kurz mal gucken, so was online abging. Aber irgendwie verbindet sich mein Laptop nicht mit dem Router. Wir haben einen neuen hier stehen und irgendwie, das klappt doch nicht so, wie es soll. Ist jetzt auch halb so wild. Ich nehme den Laptop mal mit.
Lars hat ja auch WLAN im Laden. Und dann geht's heute mal wieder mit Infernals vorwärts und nicht mit was Neuem. Wir haben es mittlerweile Sonntag. Ich habe irgendwie gestern die Kamera zwar mit dabei gehabt bei Lars im Laden, aber irgendwie mit jedem gequatscht und nie irgendwie dann Zeit gehabt, die Kamera mal rauszuholen. Ich habe Infernals gespielt, 2 Siege, 2 Niederlagen, 1 Tor, also Mittelfeld. Gegen Thunder Dragon ziemlich dolle verloren, gemerkt, wie stark die sein können. Danger fand ich nicht so stark, das Spiel hätte ich gewinnen sollen, aber ich habe es irgendwie vermasselt, weil ich zu spät mitbekommen habe, dass dieser Pankreas auch in der gegnerischen Runde erschießen kann. Hat dann jetzt hauptsächlich ausgeruht, ewig lang geschlafen, sogar so lange jetzt nach Mittagessen zum Sonntag, bis der wieder da war. Ja. Der war das Wochenende ja in Thüringen bei Familie, hat er Geburtstag gefeiert. Dann war gerade noch ein T-Shirt in der Post. Dieses hier von dem Album-Intro, was ich da letztens eingesprochen habe, von Schwubbeldings. Und ja, Leute, seid verrückt, ich kann nicht mal euren Namen richtig lesen. Gab es jetzt eine Release vom Album oder hatten sie doch irgendwie ein T-Shirt gedruckt als Dankeschön? Ich weiß nicht, ob man das so erwerben kann oder ob das einfach nur einmalig ist. Auf jeden Fall Schwubbeldings. Aber hattet ihr nicht noch einen zweiten Namen, Jungs? Naja, gut. Ich hoffe, euer Album kommt gut an. Jo, Leute, beende ich mal den Wochenvlog. Ich bin ziemlich kaputt und genervt durch DPD. Wir haben es Montag, 18 Uhr. Die Displays sind immer noch nicht da. Bis 17 Uhr hieß es, es kommt heute an zwischen 17.30 und 18.30. Ab 17.01 Uhr hieß es, es ist in Zustellung und das Live-Tracking war weg. Das heißt, ich konnte nicht mehr verfolgen, wo der Wagen gerade ist. Ich habe wieder einen Support angerufen von DPD. Die wollen mir wieder nicht verraten, wo der Wagen ist. Wollen mir keine Telefonnummer von dem Lieferanten, von dem ausgetragenen Typen da geben. Ich kann es halt auch nicht abholen. Also nicht mal irgendwo was ausmachen, wo man den an der Ecke trifft und die Pakete auslädt und rüberlädt. Und das geht irgendwie alles mit DPD nicht. Also mehr konnte ich nicht anbieten. So, Blackfire gerade angerufen. Da ging einer ran, ein sehr netter Typ. Der meinte dann, ich guck mal, was ich machen kann. Hat DPD angerufen, hat mich danach wieder angerufen und meinte dann so, DPD hat gesagt, ja, das ist gerade ein schweres Depot. Die sind unterbesetzt, haben jetzt seit dieser Woche Unterstützung bekommen. Und das Paket sollte heute dann bis 19 Uhr auf jeden Fall noch bei mir ankommen. So, ich schneide jetzt, weiß nicht, in der nächsten Stunde das Video. Lade das dann auch gleich hoch, dann sollte ich es auch gegen 19 Uhr haben. Und dann habe ich hoffentlich auch die Displays da, wenn nicht, kommen sie hoffentlich morgen. Ansonsten hat Blackfire auch schon drüber geredet, wenn es halt nicht ankommt, weil danach brauche ich es auch nicht mehr, wenn ich nach London fahre, dann kommt es bei die Special Edition und dann kann ich es auch nicht mehr verarbeiten. Haben sie schon damit gerechnet, wenn die Displays abhanden gekommen sind, dann kommen sie für den Schaden irgendwie auf. Irgendwie so. Es ist das Nervigste, was ich in den letzten Monaten bei Yugi hatte. Also Onlinehandel gut und schön, nie so richtig Zeitdruck, aber wenn dann das Produkt gar nicht ankommt, das macht keinen Spaß mehr. Ich habe jetzt hoffentlich Spaß am Videoschneiden. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen, so meinen ersten Preset hier im Büro zu verfolgen. Ein paar Einblicke gab es wieder. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Euer Jens.